Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, jetzt haben wir später am Abend. Ich hoffe, dass wir noch dahin kommen, wo wir hinkommen sollten. Und zwar müssen wir ja noch die Sache machen mit Seki. Da müssen wir uns ja noch im geheimen Tempel treffen. Das einzige Problem ist nur, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo dieser Tempel ist. Ich denke mal, dass das hier die Markierung ist. Sprich, dass der markiert ist. Questziel, das hört sich schon mal gut an. Ja, weil die anderen Sachen, die sind ja, die können wir ja so nicht markieren. Das heißt, wir laufen jetzt einmal rüber. So, dass ich am besten fliegen kann. Vielleicht erwischen wir den Hassian noch, aber ich denke mal eher nicht. Weil er schon ziemlich einen Vorsprung hatte. Sonst hätten wir mit dem noch mal kurz quatschen können. Nee, das ist ein Spieler da hinten. Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat ihn noch jemand aufgehalten, aber leider nicht. Die warten alle darauf, dass sie endlich mal zum anderen kommen. So, Hassian ist im Schlafen, dachte ich mir schon. Jetzt muss ich aber trotzdem erstmal gucken. Tja. Ah, hier unten. Windige Ruinen. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz nach, beziehungsweise zu Nayuma. Weil die anscheinend heute Nacht noch fleißig unterwegs ist. Die ist zumindest auf dem Weg vom Zuhause weg gewesen. Aber wo ist sie hin? Das ist jetzt die Frage. Ah, ich glaube, da hinten steht sie. Dann kann ich sie nämlich auch noch mal kurz anklicken. Ja, ich will nur plaudern. Ich weiß, du sagst immer das Gleiche. So. Dann müssen wir einmal zu den windigen Ruinen. Mal schauen. Wo ist das? Knoblauch, okay. Hier sind auch wieder diese komischen Viecher, die hier überall rumlaufen drin. Diese komischen wolfsähnlichen. Ja, die von da hinten rechts. So, Moment. In die Richtung. Ich weiß gerade gar nicht auswendig, wie die windigen, genau, wie die windigen Ruinen überhaupt ausgesehen haben. Ist aber nicht schlimm. So, Moment. Wir sind jetzt hier. Dann müssen wir da über den Berg rüber. Den kompletten Berg. Okay. Dann würde ich sagen, dass wir dann doch lieber unten rumgehen. Wir haben jetzt hier ganz viele schöne Sachen, die wir jetzt einsammeln könnten. Ja, ich weiß, aber ich habe dafür jetzt keine Zeit. Ich muss jetzt zu den Ruinen. Und da ich so schlau war und die Aufnahme vorher schon begonnen habe. So, was macht denn jetzt? Ich will nicht, wenn ich in die Luft springe, schon das Ding haben. Ich will das erst haben, wenn ich drauf drücke. So. Schauen wir mal einmal. Das sind hier unten die, glaube ich, oder? Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus von der Entfernung her. Frage ist nur, wo war der Eingang? Den hatten wir doch, glaube ich, mal gefunden. Ah, jetzt kann man hier wieder nicht hoch. Oh. Ernsthaft. Ein Eingang, sehr schön. Ja, den ich nicht benutzen kann, weil ich zu nah dran bin. Oha, was macht ihr denn jetzt hier drin? Hallöchen? Hallo. Wie wirst du beweisen, dass du recht hast? Nee, ich frage erstmal, ihr seid beide gekommen? Natürlich sind wir das. Ich möchte, dass Kaleri jeden Beweis für Paranormales in dieser gewaltigen Festung mit eigenen Augen sieht. Sie würde mir nie glauben, wenn sie es nicht mit eigenen Augen sehen würde. Eine einzelne Feder oder ein Ei reicht nicht aus. Was hat Seki vor? Er hat Kaleri und mir gesagt, wir sollen hier warten, während er etwas richtet. Was verbirgt er? Ich habe meine Theorien. Vielleicht stiehlt er nur Teile von dem, was auch immer es ist. Wie wirst du beweisen, dass du recht hast?
Ich bin froh, dass du fragst, mein paranormaler Kumpel. Dies ist meine große Chance, Kaleri zu beweisen, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt. Wenn du mir alle Beweise bringst, die du in der Umgebung des Tempels findest, wäre das großartig. Und vor allem alles, was mit Magie zu tun hat, bring es mir. So kann ich es Kaleri erklären. So. Ich drücke die ganze Zeit Space. Forbidden knowledge can corrupt the mind. Ihr seid beide gekommen? Absolut. Wie ich schon sagte, muss ich dafür sorgen, dass meine Schwester nicht in Schwierigkeiten gerät. Und ich möchte das Gesicht sehen, wenn ich recht behalten werde. Selbst wenn ein Mitglied der Klasse Aves ähnlich den Silberschwingen gibt, bezweifle ich stark, dass es irgendwelche magischen Fähigkeiten besitzt. Was macht Seki? Konstruiert dieses bizarre menschliche Gerät. Er behauptet, es könnte eine Art Transporter sein. Ich habe noch nie etwas derartiges in irgendwelchen menschlichen Texten erwähnt gesehen. Wenn es echt ist, kann es uns vielleicht meiner wissenschaftlichen Katharsis näher bringen. Wie wirst du beweisen, dass du recht hast? Nun, ich hatte eine Idee. Es wäre großartig, wenn du mir Beweise bringen könntest, die du rund um den Tempel findest. Insbesondere hätte ich gerne irgendwelche biologischen Berichte über die Silberschwingen. Sie sollen mir helfen, meinen Punkt zu verdeutlichen. Aber ich muss ja mal eins sagen, weil mich das gerade so genervt hat. Warum ist der Chat jetzt angegangen? Also erstens, das ist doch eigentlich ein eigenes Gebiet hier, wenn ich hier drin bin. Da sind doch keine anderen drin, soweit ich weiß. Also so wie so ein Einzeldungeon müsste das ja eigentlich sein. Hier kann man nichts lesen, ne? Und dann die andere Sache, warum geht der Chat einfach so auf? Und noch eine Frage, warum ist hier alles leer? Another day, another chance for freedom. Was? Habe ich etwas Wertvolles verloren? Wie läuft's? Einfach fantastisch, Kumpel. Zumindest war es so, bevor diese beiden hereingekommen... Och, ich weiß nicht, was heute mit meiner Stimme los ist. Zumindest war es so, bevor diese beiden hereinkamen und ununterbrochen zu streiten begannen. Ich habe nur einmal einen anderen Kampf um einen Vogel gesehen, der so intensiv war. Und das war zwischen zwei Grimalkin auf einer einsamen Insel. Stiehlst du die menschliche Technologie? eine einsame Insel? Ich war früher mal Schiffsjunge für Grimalkin-Piraten. Ich habe versucht, deine Meuterei anzuzetteln und der Kapitän wurde stocksauer. Davor habe ich es schon gehasst, nass zu werden. Jetzt teilte ich mich fast ausschließlich auf dem trockenen Land auf. Was machst du hier drüben? Als wir hier ankamen, waren diese Strömsteintor bereits zerschlagen. Jemand wollte nicht, dass die Leute zu dem gelangen, was auf der anderen Seite ist. Ich wette, der ist ziemlich wertvoll. Zum Glück war ich gerade fertig mit der Reparatur. Glaubst du, du kannst mir helfen, es einzuschalten? Was stimmt denn nicht damit? Es braucht eher eine menschliche Berührung. Ich meine das wörtlich. Euer Volk hat es an ihre Strömungssignaturen gebunden. Und was suchst du hier? Lass uns einen Deal machen. Wenn du an diesem Ort einen Schatz findest, verspreche ich, es wird sich für dich lohnen. Wie klingen kostenlose Zeki-Münzen für dich? Schätze gehören ins Museum. Genau, das hier meine ich, weil das ist so, das lenkt hier voll vom Lesen ab gerade. Es kommt mir vor, als würde ich ein schlechtes Geschäft machen. Ja, irgendwie schon, ne? Klingt toll, naja. Es kommt mir vor, als würde ich ein schlechtes Geschäft machen. Fein, du willst Geld, ich gebe dir Geld. Bring jede Beute mit, die du findest, und wir werden sie eintauschen. Ja, Geld nur Bares ist Wahres, Zeki. Okay, dann aktivieren wir mal. Cool. Und jetzt? Ja, nur lesen kann ich es nicht. Zeki? Ach, die sind auch direkt mitgekommen, okay. Dann schaue ich erstmal nach den anderen Sachen. Plündern?
Platziere Ei. Du kannst nur ein Ei auf einmal tragen. Okay. Die haben alle blaue Federn. Gibt es hier irgendwo einen Hinweis? Logbuch des leitenden Wissenschaftlers. Es ist heute passiert. Ich wollte das Strömungstor aus der Anlage nehmen, um zu Mittag zu essen, und stellte fest, dass es von der anderen Seite abgeschnitten worden war. Ich hatte den Verdacht, dass etwas nicht stimmte, als der Vorarbeiter auftauchte. Schützten Sie uns vor dem Schlimmsten? Sabotierten Sie absichtlich unsere Einrichtung? Die einzigen Hinweise, die ich habe, sind ein geheimnisvolles, verschiebbares Wandgemälde. Okay. Und die Anweisung, niemanden daran rumfummeln zu lassen. Es wird unangenehm sein, das Team zu informieren. Hoffentlich können uns unsere Studien ablenken, bis jemand zu unserer Rettung kommt. Okay. Achso, das sind... okay. When will you tell me about your underground lair? Ich habe das Gefühl, dass du etwas gefunden hast. Was hast du auf dem Herzen? Diese Eier sehen verdächtig bekannt aus. Es tut mir leid, ich bin so wütend auf Kaleri, dass ich mich kaum auf diese erstaunlichen Antiquitäten konzentrieren kann. Ja, worüber streitet ihr euch, ist ja klar. Woher kommen dir die Eier bekannt vor? Vielleicht von einem Bild in einem Buch? Wahrscheinlich eins von Kaleri. Nicht, dass sie mir glauben würde, wenn ich sie danach fragen würde. Ich spiele nur die Möglichkeiten durch. Kaleri ist so versessen darauf, mir das Gegenteil zu beweisen, dass sie das wissenschaftliche Arbeiten aus den Augen verloren hat. Ich verstehe nicht, warum sie so wird. Sie könnte denken, dass du keine Beweise hast, ja. Sie könnte sich ausgeschlossen fühlen. Ich habe versucht, sie einzuladen, diese Kreaturen gemeinsam zu studieren. Trotz unserer schwierigen Kindheit möchte ich immer noch glauben, dass es in dieser Welt Magie gibt. Ich möchte nur, dass Kaleri ein wenig von dieser Überzeugung teilt. Das bin ich ihr schuldig. Wenn sie sieht, dass es wirklich einen Vogel gibt, dessen Eier hunderte von kleinen Eiern enthalten, öffnet sie vielleicht ihren Geist dafür, dass alles möglich ist. Dass es einen Vogel gibt, dessen Eier hunderte von kleinen Eiern enthalten. What? Kein Vogel kann das tun. Ja. Ich werde es euch beiden beweisen müssen. Bis dahin schadet es nicht, mich glauben zu lassen. Zumindest bis wir aus dem Raum raus sind. Hast du eine Idee zu diesem Rätsel? Ich weiß es zu schätzen, dass du versuchst, uns zu helfen. Vielleicht kann ich dir helfen. Ich glaube, ich erkenne diese Eier. Ja, das hat sie doch schon mal. In den Legenden legten Silberschwingen Eier in Farben, die mit den Elementen in Verbindung standen, aber nicht solche mit gelben Dreiecken. Na toll. Das sind die einzigen, die ich kenne. Und diese Symbole. Ich habe einmal von einer menschlichen Statue gehört, die wie das mittlere Symbol aussah. Es war in der Nähe des Ozeans. Das muss doch irgendwie zusammenhängen, oder? Ich muss anfangen zu theorisieren. Viel Glück beim Lösen des Rätsels. Okay. Trust no one. Ganz ehrlich, das muss ich mir mal aufschreiben. Also, Mensch. Also, eine menschliche Statue. Nahe Ozean, hat sie gesagt, ne? Da habe ich auch schon mal eine gesehen, aber die hatte keine spezielle Farbe, soweit ich weiß. Was ist mit dir? Menschliche. Ich platziere einfach mal ein Ei. Bringt natürlich nichts, war ja klar. Hast du mir etwas zu sagen? Was hast du auf dem Herzen? Diese Schnitzereien basieren auf... Du denkst, ich bin zu hart zu Elisa, oder? Sie will nur, dass du daran glaubst. Glauben? Ich glaube an Fakten und Beweise.
Obwohl ich für meine Schwester vielleicht eine Ausnahme machen könnte, im richtigen Kontext. So viele Leute lehnen sie wegen ihrer Theorien und Überzeugungen ab. Ich möchte nicht einer von ihnen sein. Warum hilfst du ihr nicht, Beweise zu finden? Das könnte ich tun. Wenn wir zusammenarbeiten, könnten wir vielleicht mehr entdecken, als wir alleine würden. Auch wenn ich ihr damit nur das Gegenteil beweisen werde. Ihr werdet ein tolles Team sein. Zuerst müssen wir herausfinden, wie wir miteinander auskommen. Das könnte einige Zeit benötigen und Platz. Danke, dass du mit mir darüber gesprochen hast. Hast du denn eine Idee zu diesen Rätseln? Also, die Schnitzereien, von denen ich gesprochen habe. Sie scheinen verschiedene Dinge darzustellen, die ich auf uralten menschlichen Karten gesehen habe. Das ist eine Säule mit Flammen, die oben herauslodern. Ach so, Flammen. Und ein kleines Haus auf einer grasigen Wiese. Ich kann mich nicht richtig an die Mitte erinnern. Hoffentlich hilft dir das bei der Lösung des Problems. Ja, vielleicht. Also, Feuer. Ich und mein Kurzzeitgedächtnis. Ich schreibe mal auf Feuer und rechts dann Erde. So, wir haben jetzt hier Wasser. Das sollte wahrscheinlich Wind sein. Das ist auf jeden Fall Feuer, so wie es aussieht. Und das könnte vielleicht Erde sein. Bin mir nicht sicher. Die Frage ist jetzt, was hat das mit der Statue zu tun? Muss ich jetzt... Ja, das sieht mir nicht nach Erde aus, aber ich sag mal, das andere ist definitiv keine Erde. So. Frage ist jetzt nur die Mitte. Das ist Wasser und Wind. Kriegen wir irgendetwas hin? Muss ich mich selber da drauf stellen vielleicht? Ja, hallo. Ich habe das Rätsel gelöst. Sie hatte gesagt, kann ich das nochmal mit ihr besprechen eigentlich? Oder geht das nicht? Wir müssen hier raus. Es tut mir leid, ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Den Elementen, Symbole, menschliche Statue, die wie das mittlere Symbol aussieht. Ach, war es in der Nähe von Wasser oder Feuer? Ach so. Keep your eyes open. Ah, da muss ich gar nicht raus und gucken. Ja, ja, sie hatte was von Ozean erwähnt. Ja, 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 ja. Okay. Frage ist nur, hat sich jetzt was getan? Es scheint nämlich nicht so zu sein. Mist. Seki? It's been a cycle, pal. Okay, mit ihm kann ich nicht mehr reden. Ja, sie hat aber eben gesagt, das ist in der Nähe vom Ozean. Das heißt, was muss ich denn jetzt machen? Links ist das mit dem Feuer, was so nach oben rauslodert. Das hatte sie ja gesagt. Rechts ist die Erde. Und ich glaube nicht, dass das da hinten, das sieht mir ja nach Wind aus, dass das die Erde sein soll. Und das ist eindeutig Wasser. Und die menschliche Statue war in der Nähe vom Wasser. Und damit stehe ich jetzt komplett auf den Schlauch, was dieses Rätsel angeht. Mit ihr plaudern kann ich auch nicht mehr, ne? Nee, das sagt sie dann auch nur das Gleiche. Ich denke mal, dass die Tür normalerweise direkt aufgehen müsste, ne? Ah, nein, mit dir wollte ich doch gar nicht reden. Ja, ich denke mal, die muss nochmal direkt aufgehen. Können wir hier noch irgendwas machen? Ich meine, ich könnte jetzt rein theoretisch das... Das ist ja eindeutig Wasser. Ich könnte jetzt theoretisch das Ei hier austauschen. Oder auch nicht. Ja, geil.
Oder kann ich das nur da... Ach so, das kann ich nur hier hinlegen. Ach so. Oh, die müssen dann auch noch in ihre eigenen Plätze. Okay. Das kann ich mir auch, glaube ich, nicht angucken im Inventar oder so, ne? Das ist doch niemals Erde! Wollt ihr mich verarschen? Das war schon immer das Symbol für Wind, Leute. Manchmal frage ich mich echt, ob die sich mit den Elementen auskennen. Na gut. Aber wir haben es geschafft. Wir können jetzt da theoretisch hoch, aber was mache ich dann? Und was ist das hier? Ist das noch eine Tür? Nee, ne? Oder wir können nicht hoch. Doch, ich wollte gerade sagen. Hier mache ich jetzt allerdings mal einen kleinen Cut, weil der Teil danach einfach viel zu lange geworden ist. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.